Hallo und herzlich willkommen. So wie ich uns kenne, frohes Neues, frohe Weihnachten und alles, was dazugehört. Irgendwann werdet ihr das sicherlich im neuen Jahr sehen, also passt das. Schließe ich mich mal an. Gut. Wir sind zurück mit Stellaris, mit Megacorp. Und wir müssen überlegen, wie wir eine Grenze zwischen der Ferengi Corporation, Cedar Group Heavy Industries und Trioptimum machen, weil wenn die drei Firmen sich zusammenschließen, kann ja nur Gutes bei rumkommen. Nein, Weyland Yutani wollen wir nicht. Und in dem Sinne nehme ich die Pause mal raus. Mach wieder auf schnell. Hoppala, nicht sehr schnell. Schnell reicht. Und dann, oh, kriege ich eine Einladung zu einem Wirtschaftspakt. Ach nee, das war nicht an mich. So. Wir haben uns entschieden, wir, die wohlweisliche Superregierung der Ferengi Corporation, dass wir noch eine neue Flotte brauchen. Mindestens eine. Und deswegen mache ich mal normale Geschwindigkeit, weil der Jake hat wohl Probleme. So. Kann ich wieder schneller machen? Der Jake hat seinen Feind besiegt. Ach so, ich bin dann mit... Ja, komm. Jake, du wolltest noch eine Dingens machen. Eine Handelsanfrage für Alloys. Legierung. Weil bevor ich sie jetzt ausgebe, ist das vielleicht ganz vernünftig. So, ich stelle jetzt strategische Ressourcen her. Ich mach nochmal normale Geschwindigkeit. So, ich muss mir überlegen, wie wir da hinkommen. So, gibt's denn hier diesen verbesserten Ankerplatz? Nee, den muss man auch erst erforschen. Ja gut, das kriegen wir schon hin. Weil dann kann ich nämlich mit den restlichen Legierungen... Incoming Transmission, let it go to voicemail. Das finde ich gut. So, wo ist denn der Markt? Da haben wir den Markt. Und dann kaufe ich mir... Oh, Legierungen sind gerade sehr beliebt. Man könnte meinen, dass gerade Krieg ist. Flottenmanager, jetzt die Flotte bitte einmal auffüllen. Dankeschön. So, sobald die Flotte steht, können wir dann mal gucken. Was sind wir denn hier? Ich habe hier noch Spezialprojekte in meinem Reich. Interessant. Da komme ich nicht hin. Kann ich wieder auf schnell machen? Oh, was wollt ihr denn? Eingehend übertragen. Grüße von Tuxica, über die meine Regierung diskutieren möchte. Wir verstehen, dass ihre Archäologen seit geraumer Zeit die uralte Zivilisation Jut studiert. Ist verständlich, da ihr Territorium einst einen großen Teil dessen abdeckte, was heute Ferengi Corporation ausmacht. Seit Zufall wird, dehnte sich ihr Territorium auch auf das aus, was jetzt zum Gebiet der Boxpachtux gehört. Mensch, du hast es heute aber mit deiner Geschwindigkeit. Archäologen könnten eine Reihe einzigartiger Artefakte bergen. Wenn ihr interessiert, wären wir bereit, euch eins dieser Artefakte dazu zu lassen. Ja, komm, kaufen wir das. Dann können wir das weiter verhökern. Oh, Ingenieur ist fertig. Sternenfeste. Wenn ich gen Krieg rüste, dann... Kann ich jetzt wieder schnell machen? Achso.
Ja. Ja. Du hast also jetzt irgendwelche Xeno-Abschaum gefunden, den du in deine Armee integrierst. Xeno-Schnecken. Primitive Xeno-Schnecken, die du jetzt in deine Armee integrierst. Ja, da kann nichts Schlimmes bei rumkommen. Aha. Bist du sicher, dass du nicht Weyland Yutani bist? Ja, vielleicht höre ich auf, dir zu helfen, wenn das so die Begebenheiten sind, auf die wir uns einlassen. So, und meine Alloys sind wieder weg. Legierung. Tja. Meinem Nachbarn muss ich trotzdem auf die Schnauze hauen. Ebenbürtig. Ich hab leider... Ich bräuchte eigentlich bessere Waffen, aber ich habe keine. Also muss ich es einfach mit mehr Schiffen machen. Neue Tech. Oh, Gravitationsscanner und Horchposten. Das ist schon mal nett. Auch nicht das, was ich wollte, aber nett. Vielleicht erforsche ich den Bergbaudrohnenlaser. Vielleicht hilft der mir ja, Feinde zu vernichten. Zu verfolgen und zu vernichten. Der Qui-Gon ist so ruhig heute. Das könnte natürlich auch sein. Nein, so. Ich habe nur Kuchen wichtige Aufnahme. Ah, ja, das ist natürlich ein guter Grund. Ja, Kuchen lecker. Kuchen, Aufnahme Kuchen. Nicht. Aufnahme nicht lecker? Das habe ich gehört. Ali, nix schuld. So, Situationsprotokoll. Wow, Physikforschung. Ach so, das mache ich gerade. Ich erforsche gerade die kleinen popligen Aliens. So, komm, ab nach Hause. Nee. Dann bitte doch zur Heimatwelt und da dann ab nach Hause. Tja. Oh. Tja. Was soll ich meinen? Ach so, das ist auch ein Ancient One. Ja, super. Ein antiker Wal. Ja, super. Warum sind zwei Ancient Ones in meinen Grenzen? Muss das sein? To the Snode? Wobei, das ist ja nur eine 3,2 Walflotte. Das ist ja noch nicht ganz so schlimm. Wobei, es sind ja eher Weltraumermögen. So rum. Oh, die Flotte hat nur 1K. Oh, da komme ich durch. Galaktischer Markt. Ich brauche nochmal Mineralien. Also nicht Mineralien, sondern das andere. Wir brauchen mehr Alloys. So. Das ist zwar auch nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte, aber gut. Ich muss mehr produzieren. Hä, was haben wir denn hier? Verfügbare Gebäudeplätze. Zusätzliche Unterstützung. Ach, da. Legierungsgießerei. Kann ich die nicht aufwerten? Habe ich das nicht erforscht? Offensichtlich habe ich das nicht. Ah ja, das war das, was fehlte. Tja. Aus Mineralienlegierung. Ja, ich mache mehr als genug Mineralien. Dann komm, schmeiß das Zeug an. Schmeiß den Zonk an. Visibiba, Wuda und so. Ah, und gleich kann ich Terraforming-Gase nutzen. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich welche in meinem Reich habe, aber falls ich welche habe, kann ich sie dann nutzen. Und das ist korrekt. Erforscht irgendjemand Diplomatie? Ach nee, ich wollte das ja machen, ne? Letztes Mal hatte ich das nicht sowas gesagt. Irgendwie sowas. Ach, da habe ich ja einen Handelsdingens dran. Was macht denn meine Handelsroute überhaupt? Die sind alle sicher. Aber sowas von sicher. Ja, dann bin ich damit doch zufrieden.
So. Ach so. Ja, natürliches Wurmloch. Oh, ich habe doch... Nee, ich habe zwei Wurmlöcher, aber ich habe kein Stargate in meinem Reich. Ich habe Primitivlinge, die ich... Genau, die ich auf meinen... Die ich auf meinen Stand der Technologie hebe. Militärkommissariat, demokratische Kreuzzügler. Ach du Scheiße. Ich repräsentiere Chas Krean State. Unser erwählter Anführer, Generalkommissar Obersatz, hofft auf friedliche Beziehungen zu eurem Volk. Jawohl. Firmenchef Japra Toros grüßt euch. Wieso heißt der eigentlich Firmenchef? Eigentlich müsste doch... wo war das? Konnte man das nicht... Eigentlich heißt das nicht Firmenchef. Das heißt nicht Regierungschef. Herrschertitel. Es ist der große Naga, so rum. Ach so, weil ich keine weibliche Person in der Führungsriege hatte, deswegen konnte damit auch keiner was anfangen. So nach dem Motto, Titel für Frauen. Was kommt als nächstes? Kleidung? Wäre lächerlich. Husischer Gesellschaftswandel. Achso. Die werden langsam. Aufeinandertreffen in Zoldior. Ja, auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Terraforming Gase erforscht. Yay! Sklavenarmee erforschen bitte, danke. Gibst du das Gefühl, die brauche ich bald. Verfügbar, Diplomatie. Ich möchte... Achso, kann ich noch nicht. Ich muss erst Diplomatie annehmen. So, und danach kann ich Föderation gründen, erforschen. In... 84 Monaten. Was? Ich sagte in 84 Monaten. Achso, natürlich bin ich nicht gemeint. Ach du Schande, wo hocken die denn bitte? Es gibt einen, der hat dasselbe Icon wie du, Qui-Gon. Was? Nein, das ist meins. Genau gegenüber auf der anderen Seite der Galaxie. Kannst dich ja mit ihm freundlich auseinandersetzen. So. Übrigens passend zur Jahreszeit der Nagatomi Plaza. Es ist erst Weihnachten, wenn Hans Gruber aus dem Turm fällt. Das nur dazu. Ah, Bergbaudrohnenlaser erforscht. Ich möchte... UV-Laser. Nein, kalter Fusionsreaktor. Mehr Energie. Kann man immer gebrauchen. Ja. Kommt schon, noch einen Zerstörer bauen. Hopp, hopp, hopp. Wir haben jetzt eine Flotte von 2K. Jetzt können wir den tatsächlich auf den Sack hauen. Es wird Zeit. Wird es nicht? Seid ihr mit irgendwem im Verteidigungsbündnis? Nein, seid ihr nicht. Gut. Dann die Flotte wird Gruppe 3. Jetzt müssen wir erstmal vernünftige Armeen ausbilden. Zack. Und dann rekrutieren. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Armeen ausheben. Go. Wir müssen ja sowieso erstmal durch den Verteidigungsring. Vorher wird da eh nichts. So, go. Dahin fliegen. Ja, wir machen minus 10 Energie. Das ist aber nicht so schlimm. Wir könnten Mineralien verkaufen. Monatlich. Was ist denn momentan? 1,5. Okay, verkaufen. Mineralien. So. Bam. Jetzt müssten wir eigentlich Energie plus machen. Wer hat denn wem Kriegs erklärt?
Michel Kalans, was? Stechashi Blessed Empire. Wer ist das überhaupt? Stechashi Blessed... Ja, da hast du es gehört? Ja, irgendjemand möchte dem Blessed Empire den Krieg erklären und ich kenne die nicht mal. Chakan State. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Wieso zieht ihr mich in den Krieg und ich kenne euch nicht mal? Chakan State? Die haben mich vorhin angefunkt, ja. Ach, da. Hä? Ja, ihr seid ein bisschen dumm, wisst ihr das? Qui-Gon, die links neben dir, die mit dem runden Icon, wollen ja den Orangenen darüber den Krieg erklären und laden mich dazu ein. Oh. Seems legit, weißt du? Mögen mich beide nicht. Ja, aber wie soll ich da denn hinkommen? Sind die vielleicht ein bisschen dumm oder was? Ich habe Arbeitslose auf Elysium Prime. Ja, macht mal mehr Energie, ne? Nahrung habe ich noch. Ja, dann können wir das ignorieren. So, wo wir gerade beim Krieg erklären sind. Weißt du übrigens nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, dass Energielage erst deutlich erhöht worden mit dem letzten Patch. Ja, habe ich schon gesehen. Ich habe 52.000 Credits, die ich machen kann. Das Energielager wurde erhöht. Ja, genau. Wo kann ich nochmal Ansprüche stellen? Ach, da. Ach, das kostet ja Influence. Oh. Und der Bug ist behoben, dass die Nachfolger keinerlei positive Traits mehr haben. Jetzt der Regierungsanführer. Der war teilweise nur das irgendwie 10% schneller levelt, so in der Art. Und sonst nichts hatte. Was ziemlich doof ist als Herrscher. Ich verstehe, ja. Tja, das wird ein bisschen dauern, bis ich dann bei dir bin, Jake. Weil ich... hier mit den Ansprüchen und so. Und jetzt haben wir eine neue Wahl. Wachstumsgeschwindigkeit, Sklavenoptimierung, selektive Nostalgie, Fähigkeitsentwicklung. Ja, ich kann mich nicht an der Wahl beteiligen, Leute. Ah, ja, das trifft sich ganz gut. Tja, Krieg erklären. Ich möchte das, was ich haben möchte, möchte ich gerne auch haben. Let's put these suckers out of business. Ja, gefällt mir gut. Kann man so machen. Ach, jetzt mache ich keine Konsumgüter, weil ich im Krieg bin. Ich muss mal einmal ganz kurz Pause machen. So, da sind wir wieder. Sorry. Musste nur kurz nebenbei was erledigen. Pro Pause. Jack, du kannst übrigens auch selber die Geschwindigkeit regeln. Du kannst es also nicht mehr mit den Hotkeys machen im Multiplayer. Ah. Aber grundsätzlich plus minus müsste nicht immer gehen, meine ich. Kann er ja gleich mal ausprobieren. Ja, da braucht er nicht immer fragen. Kann du kurz Bescheid sagen, ich mach kurz Pause oder langsam. Ja, oder sowas Bescheid, Bescheid sagen wäre gut. Kreuzerforschen klingt super. Okay, also eine 1,2K-Station ist ehrlich gesagt keine große Schwierigkeit. Da bin ich durchgekommen. Und jetzt nehme ich seine 1,5K-Flotte auseinander. Das finde ich gut. Sklavenarmeen sind fertig. Ich möchte gerne Wachstumsgeschwindigkeit für Pops. Ich brauche das. Ach du Schande. Okay. Hoppala. Wenn man sich zu siegessicher ist, kriegt man auf Fresse. Spoiler-Alarm.
Dann muss ich den Markt mal eben ein bisschen überfluten. Hauptsache, er kommt hier nicht durch. Kann ich die Flotte denn schon verstärken? Nein, kann ich nicht, weil Schiffe noch nicht da sind. Das war... Hoppala. Das könnte jetzt nach hinten losgehen. So. Aufrüsten, ihr Schiffe. Und reparieren. Oh, eine Forschung ist fertig. Wunderreise bitte, danke. So, während ihr verbessert werdet. Läuft Verbesserung jetzt eigenständig? Wie meinst du Scheint das? Scheint so. Verbesserungen sind jetzt nicht mehr in der Build-Queue drin von den Schiffen. Keine Ahnung. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst noch eine Legierungsgießerei machen. Trioptimum hat mit Sintornal Frieden. Ein privatisierter Sammler auf Matka ist irgendwie in den Besitz eines uralten Vorläufer-Artefakts gekommen, von dem angenommen wird, dass es der Zivilisation der Wut ist. Jeder hat seinen Preis. Wir sind Händler. Da. Einladung zur Forschungsamt. Achso, nicht an mich. Seid ihr hier bald mal fertig? Was passiert denn? Warte darauf, dass Sternbasisschiffe aufrüstet. Hä? Ich dachte, die... In welcher Schiffswerft seid ihr denn bitte? In der hier. Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. Ach, verbessern von. Hoppala, da steht's doch. Dann bitte erstmal verbessern. Und danach die Schiffe bauen. Weil Schiffe haben Zeit. Wenn die Flotte nämlich wieder einsatzbereit ist und verbessert ist, dann kann ich die Flotte wieder an die Front schicken. Das ist ein little bit wichtig. Das ist schon mal gut. Das ist schlecht. Aber so ähnlich geht's mir nämlich auch. Okay. Gut, dass ich meine Schiffe jetzt repariert und einsatzbereit habe. Und sie auf dem Weg zur Front sind. Weil er kommt. Seine Schiffe sind unterwegs. Oha. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Ob meine Jäger was ausrichten können. Nein, er hat Punktverteidigung. Ganz schlecht. Oha. Die hauen mir ganz gut auf den Sack. Ich muss jetzt erstmal meine Erlasse kontrollieren. Was macht denn die? Bewohnerunterhalt. Nein. Nein, Erforschung der Sterne auch nicht.
Flüchtige Munition. Hm. Nee, irgendwie. Oha. Hat einer von euch rein zufällig Alloys? Nein. Schlecht. Muss tatsächlich sein Friedensangebot annehmen. Ich habe ein System verloren. Mach das. Schlecht. Also nicht, dass du den Markt mit Mineralien überflutest, aber... Ja... Puh. Das lief echt schlecht. Also super schlecht lief das. Ich hab volle Kanne auf die Fresse gekriegt. Aber sowas von, das geht auf keine Kuhhaut. Warum mache ich Nahrung minus? Das erscheint mir ein wenig merkwürdig. Aber ich muss... zivile Industrie bauen. Und ein wenig essen. Und hier hätte ich gerne... Das da. Das ist sehr ungeschickt. Aber... Kann ich das hier denn jetzt... Ach nee, ich muss erst... einen davon bauen, glaube ich. Wieso habe ich denn schon wieder keinen Gouverneur? Und ich muss... Wie baut man denn einen Roboter? Ach, man braucht ja erst die Fabrik. Ah, okay. Wenn die automatisch produziert. Werden produziert, wie wenn man Menschen miteinander poppen. Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber ich wusste nicht, dass man die Anlage dafür braucht. Dann baue ich die da, dann kann ich nämlich dementsprechend vorgehen. Tja. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Aufhebungsschilde. Oh, super. Ach, Gottelchen. Das war ein Griff ins riesengroße Klo. Ganz, 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 ganz schlecht. Aber gut. Ferongi Corporation. Regierung ändern. Wir müssen auf Krieg umrüsten. Wie kann ich das tun? Was wäre denn Krieg? Flottendienstleister. Ach so, dafür müsste ich militaristisch werden, was ich nicht bin. Gut, dann reformieren wir uns auf Handelsposten statt... was war das davor? Ach, statt Markenloyalität. Drauf geschissen. So, ich kann jetzt Föderationen gründen.
Die Ferongi Handels- und Militärföderation. Meinetwegen, wir müssen sie nur erstmal gründen. Wollten wir doch die nördliche Fraktion gründen oder sowas, ne? Wir können uns natürlich auch die Handelsföderation nennen. Oh, ich mach mal kurz Pause. Pause in den Nachrichten auch. Ja, bei mir auch. Alle, mit denen wir Kontakt haben und jemals hatten, funken jetzt alle anderen an. Ich gehe die jetzt, also ich werde die jetzt nicht alle einfach vorlesen, sondern ich werde die jetzt einfach nur durchklicken, damit Ruhe im Puff ist und so. So, wie heißt denn unsere wohlwollend kompakt? Ich bin immer noch für die nördliche. Wieso die nördliche? NERD. Nördliche Handelsföderation. Haben wir beides kombiniert. Ach, die nördliche Handels. Die nördliche. Föderation. Ach so. Dann können wir die Verteidigungspakte doch auflösen, oder nicht? Wir haben gar keine. So, was ihr aus dem Kürzel macht, ist euer Bier. Wir sind jetzt die NERD. Macht daraus, was ihr wollt.